Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry Primal mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und mit dem Tiger. Ja, du bist der Beste. Ich muss wieder ein bisschen nachvertonen, weil ich wieder an meinem Mischpult gespielt habe. Ich schaue jetzt natürlich nach dem Aufstehen erstmal nach, was so die meine Dorfbewohner mir so an guten Dingen in diesen Vorratsbehälter getan haben. Und fülle meine Ressourcen auf. Na, das kann ich doch gebrauchen. Nimmer. So. Und nun überlege ich, es ist jetzt schon ein bisschen her, nehme ich mal an, was ich jetzt als nächstes machen soll. Ich glaube, ich habe mich auf diese Befreiungsmission gestürzt. So wie es ausschaut. Ja, oh, die Geräusche. Da ist auch wieder Action. Das können eigentlich nur Udam sein, da sind sie auch. Eine. Und ein... Ah, scheiße. Hat nicht geklappt. Ist natürlich blöd, wenn man von Menschen und Tieren gleichzeitig angegriffen wird. Da hat man irgendwie schlechte Karten. Ist denn mal so eine kleine Befreiungsmission dann auch schnell, ja, gescheitert. So, nun müssen wir aber mal was Sinnvolles tun. Ja, den feinen jungen Mann brauchen wir auch nochmal irgendwann. Vielleicht habe ich mir das jetzt vorgenommen. Es sind jetzt schon einige Wochen dazwischen. Inzwischen sind schon andere Projekte gestartet und beendet worden. Liegt einfach daran, dass ich immer suchte und auf Vorrat spiele und aufnehmen. Und ja, das Rendern und Freischalten nimmt sowieso mehr Zeit in Anspruch als das Spielen selber. Das ist nun mal so. Hab mich jetzt wohl noch ein wenig bevorratet. Und muss immer mal auf die Uhr schauen. Ich weiß ungefähr, wann das anfängt. Ach, ich habe 7 XP gehabt. Uha. Nicht verkehrt. Na, kann ich mich entscheiden oder habe ich gespart? Bestie wiederbeleben. Ja, ich wollte das machen. Dann braucht das weniger Blätter. Finde beim Sammeln noch mehr Holzstückchen. Hm. Der Bereich wird größer. Du kannst Jägerblicktaschen. Gut, okay. Ah ja, das war eine sinnvolle Funktion. Oder ist eine sinnvolle Funktion. Da braucht man weniger Ressourcen zum Herstellen von Pfeilen zum Beispiel. Also ich mit derselben Menge Holz stelle ich denn 2 Pfeiler her. Das ist ja nicht verkehrt. Ist einfach immer noch schön und toll, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig durch, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Hier sind wir noch mitten im Spiel. Das Leuchtfeuer hatten wir auch schon. So, und jetzt geht's mit dem Originalton weiter. Danke. Scheiße, ich hab's wieder vergessen. Ja. Ah, 5 Minuten. 4 Minuten. Egal. Ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Ich hab's denn ja wieder nachsynchronisiert. So. Genau. Hab ich. Tschüss. Ist ja nicht so schlimm. Hier gibt's Insekten. Und einen Höhlenbären. Brauchen wir nicht noch Höhlenbärenfell? Wartet mal. Ja. Armer Bär. Da ist er. Das war ein Braunbär. Scheiße.
Das war ein Braunbär. Hier ist irgendwie so eine Wildmission. Das tust du nicht ungestraft. Pfeile her. Fell her. Du hast es überstanden, ne? Gut. Gehen wir da noch hin? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Jetzt wollen wir das mal sehen. Ach, das ist ja alles voll. Der Braunbär. Geht's dir gut? Ja, das ist nichts. Ja, machen wir. Tasche ist voll. Gut. Warte, Bär? Bär, sag ich schon. Uzan, komm mal her. Ich kann ihm wieder nichts geben. Das ist zum Verrücktwerden. Komm mal her. Jetzt. Hier müssen noch irgendwo Bären sein. Was ist das Rote da? Ach, das ist mein Freund und Kupferstecher. Das bist du. Du bist kein Bär. Hau ab! Kommen hier auch noch Wölfe. Wo wir doch hier schon mit Bären zu tun haben, die ich gar nicht finde. Oh, Junge! Das ist dumm gelöst. Ich höre hier wen schreien. Aber das ist weiter unten, ne? Das ist auch kein Bär. Sind die beiden Bären denn schon erledigt? Ich weiß es nicht. Das sind Wölfe und keine Bären. Doch, da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Nee, das war kein Bär. Wo ist denn der? Da hinten. Du bist ein Mammut, ne? Was ist das da? Das ist ein Säbelzahntiger. Ich will mir nur die Pfeile wiederholen. Wir gehen mal in die Richtung, das sind ja nur noch 600 Fuß, wo wir hin müssen. Ich sehe da jetzt wenig Sinn drin, hier rumzuwatscheln und zu warten, dass dann mal der letzte Bär kommt. Da sind wieder Wölfe am Wirken. Ich sehe hier gar keinen, ne? Da. Hartes Los, ne? Wenn Takar hier unterwegs ist. Hier ist irgendwas Großes, Dickes, Fettes. Wieder so ein... Wie viel haben wir denn? 23. Hartholz müsste ich eigentlich noch mitnehmen. Gut, was ist das? Brauche ich aber, glaube ich, nicht, ne? Ne. Das sind Freunde. Mal markieren, kann ich nicht.
Hallo, Freunde. Da ist wieder Holz. Alles gut. Das ist was anderes hier. Die haben wieder einen Gefangenen gehabt hier. Ist da kein zweiter? Nicht so besonders schlau scheinen die nicht zu sein, die Jungs. Ist hier was los? Warum bist du ein Rietschmut? Was wieder passiert? Hinter meinem Rücken. Mein neuer Freund. Oh, das ist zum Kotzen. Hab mich von diesem blöden Vogel ablenken lassen. Hier ist wieder so ein Ereignis. Die machen aber nicht so wirklich Spaß. Also die sind manchmal ein bisschen... Ich steig da noch nicht hinter, was das soll. Wenn man die dann auswählt und man keinen Hinweis bekommt und auch nicht suchen kann. Ich warte, bis mein Freund hier wieder bei mir ist. Wir müssen auf jeden Fall höher. Viel höher. Es sieht so aus, als ob man da lang oder da lang. Wenn denn da lang, ne? Sorry. Voll. Ich höre da schon wieder, da ist ein Wolfsrudel unterwegs. Ich gehe jetzt mit Absicht zu so langsam. Ich will nicht, dass wir uns verlieren. So haben wir den dann nämlich auf dem Radar, wenn ich das so mache. Komm, Tiger. Dir geht's gut, ne? Mir geht's auch gut. Hier ist nochmal Holz. Jetzt müsste ich aber langsam genug haben, ne? Voll. Alles voll, alles gebaut. Ich guck nochmal durch. Fallen nutze ich sowieso nie. So. Können wir uns ja jetzt aufs Ziel konzentrieren. Mal weg! Wieder! Holzpfeil. Langsam, vorsichtig. Pirsch nicht zu weit vor. Halt! Das sieht mir nach Lager aus. Nein! So. Ich habe Y gedrückt. Ach, das ist noch viel zu weit. Das war zu voreilig von mir. Ich sehe das ja jetzt erst. Dann kommen wir noch schnell wieder her. Viel zu voreilig. Das ist da hinten irgendwo. Seht ihr? Gut, dass ich ihn geholt habe. Ich vermute mal, wir müssen hier diesem Weg folgen. Ziegenfell. Tasche voll, du kannst nichts nehmen. Irgendwas muss ich ja genommen haben. Zumindest dieses Ziegenfell. Sind die barfuß gegangen? Halt! Nee, das täuschte. Ich dachte, ich kann die Spuren untersuchen, aber ist nicht. Langsam, Junge, langsam. Da hinten ist das Lager.
gehen wir hier an die Seite. Aber jetzt. Ich mache mir mal die Markierung weg. Da wollen wir ja noch nicht hin. Dann holen wir die Eule. Jetzt bin ich ja dicht daran. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir schon zwei. Da ist ein Horn. Ein Bombenwerfer. Oh, hier sind viele. Das wird wieder ein bisschen dauern. Hier sind sehr viele Gegner. Guck mal da oben. Die haben wir schon markiert. Die sind jetzt ein wenig aufgescheucht. Ist ja logisch. Oh, da kommt eine. Da kommen zwei. Hast du das mitgekriegt? Der andere, der haut einfach ab. Das interessiert ihn gar nicht. Ich hole mir mal meinen Pfeil und gehe wieder zurück. Hier im Gebüsch ist gut, da sehe ich schon den nächsten Patienten. Hier werden wir wieder viel Eulen-Einsatz haben. Weil diese Tröten müssen weg. Diese da. Diese. Komme ich da irgendwie hoch? Der müffelt da auch vor sich hin, hat man richtig gesehen. Da ist das Horn. Aber so viel Vertrauen habe ich in meinen Pfeil und Bogen hier nicht. Dass ich mich das trauen würde von hier, da habe ich kein freies Schussfeld. Da habe ich kein freies Schussfeld. Da habe ich das Horn. Geht das? Nein, geht nicht. Wir verfatzen uns mal. Macht ruhig ein bisschen Panik. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Dann kann ich auch die Bestie holen. Da ist er. Da ist da. Den haben wir. Der ist auch weg. Fleisch. Nimm. Oh, ich kann nicht schießen. Komm mal her, Bestie. Du brauchst ein bisschen Futter. Und ich? Ich brauch gar nichts. Hinter mir ist noch was. Der ist weiter weg. Ich will nur mal die Pfeile sammeln.
Letzter Speer. Kann ich hier noch was sammeln? Jetzt. Das ging ja schon mal ganz gut. Warte. Komm, guck her. Du kriegst was. Hier ist auch überall Gelbblatt. Bestimmt nicht ohne Grund. So. Das schafft natürlich jetzt ein bisschen dadurch, dass ich das geskillt habe hier. Wartet mal, ich schau mal schnell. Ah, die Zeit ist schon wieder um. Ich wollte doch mal schnell schauen, ob ich... Ja, das wollte ich lernen. So, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir müssen ja noch da hinten hin. Dann, danke fürs Zuschauen und tschüss.